Falten oberhalb der Augenbrauen, so schräg oberhalb der Augenbrauen, was kann man da tun? Ich habe diese Frage eingereicht bekommen über Instagram und auch mit einem Foto. Und deswegen knöpfe ich mir diese Frage heute vor und wir machen auch eine gemeinsame Analyse davon. Und zwar, wenn wir uns das Foto anschauen, dann sieht man, dass genau die Falten hier so halbrund oberhalb der Augenbrauen sind. Oder jetzt auf dieser einen Seite eben. Und das ist ganz typisch für die Gewohnheit. Oder diese Falten treten nur auf, wenn man die Gewohnheit hat, die Augenbrauen so schräg nach außen hochzuziehen. Und wann passiert das? Das passiert dann beim Sprechen oder wenn man so nach schräg oben schauen will und die Augenbrauen so mitwandern. Oder wenn man beim Sprechen was betonen möchte, weil man überrascht ist oder erstaunt ist, dann wandern oft so schräg die Augenbrauen mit. Und das ist der Auslöser und die Ursache, warum man hier Falten bekommt. Und das ist auch die einzige Ursache davon. Die meisten Leute glauben, ja, das kommt wegen dem Alter oder das kommt, weil man das vererbt bekommen hat, weil die Mama das auch schon hatte oder der Vater. Aber das ist nicht der Fall. Ja, es kann sein, dass es quasi diese familiäre Häufung gibt, aber das nicht, weil das genetisch wäre, nicht weil das in der DNA verankert ist, sondern weil wir ja die Mimik, also wie wir unser Gesicht bewegen, wie wir sprechen, wie wir Gesagtes unterstreichen mit unserer Mimik, das ist ja was, was wir durch Imitation lernen, das was wir von unseren Eltern durchs Zuschauen als Kind lernen und dann auch übernehmen, ohne dass man das groß hinterfragt. Und das ist der Grund, warum es eben häufig so familiäre Häufungen gibt, dass man die gleiche Zornesfalte bekommt wie die Mutter oder hier die Falten hat und die Mama hatte die auch schon oder der Vater. Das ist der Grund dafür. So, und was machen wir, um diese Mimikgewohnheiten umzulernen? Wir machen natürlich Übungen und kräftigen die richtigen Muskeln, also die Muskeln, die eigentlich zuständig sind, und entspannen die Muskeln, die überaktiv sind. So, die überaktiven Muskeln können wir mit zum Beispiel mit Massagetechniken entspannen lernen. Jetzt, was machen wir für eine Übung? Machen wir die Übung mit den Knöcheln. Du legst also deine Ellbogen auf einen Tisch ab und legst so deine Stirn drauf und gibst also mit deinen Knöcheln Druck auf deine Stirn, beziehungsweise du brauchst eigentlich gar nicht richtig Druck drauf geben, sondern lässt einfach nur dein Kopfgewicht drauf sinken und hältst die Knöchel dagegen. Und dann wirst du schon spüren, dass es auf die Muskeln drückt und dass es ja so eine Art, so einen leichten Schmerz auslösen kann in den Muskeln, wenn die Muskeln verspannt sind. Dieses Gefühl kennst du wahrscheinlich so von einer Rückenmassage oder Nackenmassage. Wenn die Muskeln verspannt sind, dann spürt man die Massage intensiver. Und genauso ist es auch bei den Muskeln auf der Stirn. Dann kannst du so ein bisschen weiter in die Mitte wandern und auch da so dein Kopfgewicht drauf sinken lassen. Wichtig ist dabei, dass du den Druck der Knöchel wirklich so nach innen Richtung Schädelinneres gibst und nicht nach oben und nicht nach innen zusammen. Denn was passiert, wenn ich auf der Haut rutsche bzw. die Haut verschiebe, dann mache ich das und dann entstehen natürlich mehr Falten. Oder ich mache das, dann entstehen auch Falten. Das soll nicht passieren. Bitte überprüfe das im Spiegel. Stell dir vor dir einen Spiegel auf den Tisch oder mach die Übung überhaupt im Badezimmer vorm Spiegel, weil das ist ganz, ganz essentiell. Okay. Was du auch machen kannst, ist, dass du mit den Knöcheln wie so abrollst. Aber da ist die Gefahr etwas größer, dass man die Haut so verschiebt. Also mach das nur, wenn du dir wirklich sicher bist und du das im Spiegel gut beobachten kannst. Was normal ist, ist, dass man danach so leichte rote Stellen bekommt, ist einfach die Durchblutung und dass es so leicht vorübergehend so eine leichte Delle hat, das einfach durch die Knöchel. Aber keine Sorge, das vergeht ganz von selber wieder und das ist nichts, was bleibend ist, sondern das vergeht ganz von selber.
Gut, das war also die erste Übung, um die Überaktivität der Muskeln hier nach und nach zu reduzieren. Als nächste Übung müssen wir den Augenmuskeln beibringen, dass sie die Bewegung wieder selber können, ohne die Kompensation, ohne der Kompensation über die Stirn. Gut, du kannst deine Hände hier jetzt da so herlegen und mit deinen Fingern wirklich so einen Zug auseinander machen, dass du die Falte auseinanderziehst. Achtung aber, dass du dabei nicht die Augenbrauen nach unten schiebst. Also nur hier oben auseinanderziehen. So haben wir gleichzeitig einen zusätzlichen Glättungseffekt. Und dann blickst du mit deinen Augen nach schräg oben. Atmen nicht vergessen. Und dann wieder in die Mitte, ganz normal. Und dann auf die andere Seite nach schräg oben. Und es kann jetzt durchaus sein, dass du innen drin in den Augen so einen Zug bemerkst. Das ist auch normal, weil wir damit die kleinen Muskeln rund um unsere Augen auf Dehnung bringen. Und das ist sogar total gesund für unsere Augenmuskeln. Also da brauchst du dir jetzt gar keine Sorgen machen. Okay, dann nochmal auf die andere Seite nach schräg oben. Deine Finger hier auf der Stirn fixieren die Stirn, sodass jetzt nicht die Augenbraue mit nach oben wandern kann. Das ist ganz wichtig. Gut, und dann auf die andere Seite nach oben schräg. Achte währenddessen auch drauf, bitte mach die Übung weiter, während ich erkläre. Achte drauf, dass du deine Schultern nach unten aktivierst und nicht so nach oben wanderst. Dann wieder die Seite wechseln. Und wieder wechseln. Okay. Gut, super gemacht. Und für die nächste Wiederholung brauchen wir jetzt einen Handspiegel. Ich habe einen Handspiegel geholt, den braucht man jetzt für die nächste Wiederholung. Und zwar jetzt blicken wir wieder nach schräg oben und haben hier unseren Spiegel und achten hier wieder drauf, dass unsere Augenbrauen ruhig bleiben. Und im Spiegel kontrollieren wir das, dass das nicht hier so hoch wandern kann. Du kannst auch eine Hand hier zur Unterstützung nehmen. Okay, dann andere Seite. Wenn du deine Hand hier zur Unterstützung hast, dann achte darauf, dass du deine Schultern nicht nach oben zu den Ohren schiebst. Gut, nochmal andere Seite. Das Kinn soll jetzt bei dieser Übung möglichst in der Mitte bleiben. Es soll sich jetzt der Kopf nicht so die ganze Zeit nach links und rechts mitbewegen, sondern die Hauptbewegung soll über die Augen passieren. Es ist in Ordnung, wenn sich das Kinn so ein bisschen bewegt, das darf sein, aber die Hauptbewegung soll über die Augen sein. Okay, nochmal wechseln. Okay, das waren jetzt die zwei wichtigsten Übungen, die du brauchst, damit die Falten hier oberhalb der Augenbrauen weggehen. Das Gute ist, wenn du das wirklich verinnerlichst, dann gehen die Falten weg, die aktuell da sind, und sie kommen auch nicht mehr wieder. Damit das wirklich so funktioniert, musst du diese neue Bewegungsgewohnheit, nämlich die Augen selektiv zu bewegen, ohne dass sich die Stirn immer mitbewegt, auch in deinen Alltag übertragen. Das heißt, achte auch in deinem Alltag drauf, dass deine Stirn sich nicht die ganze Zeit mitbewegt. Das heißt, wenn du am Sprechen bist, wenn du irgendwo nach oben blickst, wenn du was am Suchen bist in irgendeiner Schublade, da soll auch dann deine Stirn wirklich ruhig bleiben können. Weil das ist der Schlüssel,
dass es wirklich langfristig funktioniert und die Falten auch wirklich nicht mehr wiederkommen. Was ich übrigens jetzt noch hinzufügen wollte, ist, dass diese Falten hier jetzt eigentlich sehr milde ausgeprägt sind und das für 55 und der Rest der Stirn ist ja ziemlich faltenfrei. Also das ist jetzt überhaupt kein starker Fall oder sind gar keine ausgeprägten Falten. Aber auch eben, auch wenn es nur wenige Falten sind jetzt hier da, man kann die wunderbar wegbekommen eben mit dieser richtigen Technik, so wie ich sie hier in dem Video beschrieben habe. Und wenn jetzt euch, die zuschauen, auch andere Falten betreffen, wie zum Beispiel jetzt zwischen den Augenbrauen die Zornesfalten oder horizontal verlaufende Falten, dann schaut euch unbedingt auch meine anderen Videos zu diesen Themen an. So, das war ein kleines Fragen- und Antworten-Video zu diesem Thema. Wenn du mitgemacht hast und wenn es dir geholfen hat, dann schreib mir das super gerne in die Kommentare. Lass mich wissen, wie es dir dabei gegangen ist, ob es vielleicht am Anfang noch ungewohnt und schwierig war, die Augenbrauen ruhig zu lassen, während du die Augen bewegst. Schreib mir das super gerne. Und ja, schreib mir auch gerne andere Fragen, die du noch hast, in die Kommentare. Dann kann ich das für ein zukünftiges Video aufgreifen, für die nächsten Fragen- und Antworten-Videos. Gut, und eine wichtige Sache noch. Wenn du jetzt als nächstes auch noch Übungen für andere Gesichtsregionen lernen möchtest, dann trag dich unbedingt ein für mein Starter-Set für 0 Euro, wo ich dir die Basisübungen zeige für die restlichen Gesichtsregionen, um Falten zu glätten und die Gesichtskonturen zu straffen, die Wangen zu liften, die Augen weiter zu öffnen. Also trag dich da ein für mein Starter-Set, weil da lernst du wirklich alle Grundlagen, die du zum Starten brauchst. Super, dann sehen wir uns im Starter-Set. Bis gleich.